Gut, dann können wir jetzt theoretisch mal, die können wir ja Bells bauen, ne? Wir werden auch noch eine Truhe brauchen und vielleicht noch einen Hopper oder so. Wir nehmen einfach mal eine Truhe mit, ne? Ah, jetzt schreibe ich schon Deutsch. Chest. So, wir nehmen mal eine Chest mit. Wir haben keine. Wir haben gar keine. Wieso haben wir keine Chests? So. 1, 2, 3. Ich weiß nicht, wie viele. So. Oh, die Carpenter. Damit waren wir noch gar nicht fertig mit den Stufen. Machen wir gleich. Machen wir gleich. So, ich wollte was über Chests. Und dann müssen wir Conveyor Belts bauen. Ne? Die haben wir noch nicht. Die müssen wir wirklich bauen. Conveyor. Das sind nämlich Förderbänder, Freunde. Einfach Förderbänder. Leder. Leder. Uiuiui. Ich hoffe, ich habe genug Leder. Habe ich nicht. 8 Stück habe ich gebaut. Aber Leder haben wir aus dem Fischer geholt, ne? Ich guck mal, ob wir noch Leder gekriegt haben. Ja, hör mal. Eine Suppenschüssel und einen Stock. Und nochmal so ein Buch da. Ich glaube, auf kurz oder lang werden wir hier eine Aussortierung müssen, mal bauen müssen. Ein Sattel, das ist nice. Ein Sattel ist durchaus gut. Aber wir haben kein Leder mehr gekriegt. Okay, was war das für ein Fisch? Ein Clownfisch. Nemo. Okay, hier quillt's über. Und Milch. Na gut, Milch haben wir genug. So, okay. Dann haben wir halt jetzt erstmal nur 8, weil wir kein Leder haben. Wir haben ein Leder. Man kann sich Leder machen von Imp-Leder, aber das ist natürlich nicht so einfach, glaube ich. Lalala. Durch Mana-Infusion kann man vom Zombie-Brain Leder machen. Soweit bin ich aber noch nicht. Ach, guck mal hier. Sawmill, habe ich nicht eine? Da kann man aus Laserboots Leder machen. Habe ich Lederboots? Zumindest genug Lederboots, dass ich mir wenigstens ein paar. Oh, ich habe auch genug Sättel, ne? Ich könnte mir theoretisch, naja. Iron Horse Armor. Ich könnte mir theoretisch Lederboots. Einen Sattel verdingsen, ne? Soll ich das machen? Wo musste der denn rein? Ein Crusher, ne? Geht auch hier? Nö. Crusher haben wir da hinten, ne? So, was kann man damit machen? Electric Crusher. Der normale geht nicht. Geht nur im Electric Crusher. Naja, dann können wir da nichts mit anfangen, Freunde. Das ist schade. Gut, dann haben wir nur 8 Conveyor Belts. Das ist auch schade. Ich hoffe, hier ist niemand. Dann kann ich schlafen. Jawohl. Das funktioniert. Sag mal. Hast du neben meinem Bettchen gestanden? So. Creeper in der Nähe oder sonst was? Ah, da kommt schon. Die Belegschaft. Diese Glowstones-Typen, ne? Die sind ganz schön stabil. Dafür hat er mir auch alles hinterlassen, ne? Ein Stahlschwert, jo. Jo, jo, jo. Das ist aber nett, ne? Hauptsache kein Creeper hier im Rumlungern, ne? Der Rest ist mir eigentlich. Der Rest kann mir auch nichts. So, wie machen wir das? Conveyor Belts. Also wenn hier der Stahl rausdroppt, fahren wir den mal da hinten hin, ne?
Ups, wir fahren selber schon mit. Fahren wir den mal da hinten hin. Naja, das Zeug wird nicht reichen, ne? Ich möchte theoretisch auch mit diesen Conveyor Belts befüllen. Das wird nicht gehen, das wird nicht gehen. Wir brauchen nämlich mehr davon. So, und das fährt auch da hinten hin. Genau, so. Und dann fährt das in die eine Truhe. Kann das in eine Truhe fahren? Wäre ein Versuch wert, ne? Müssen wir einfach mal was da drauf schmeißen, oder? Nein, ja, egal. So, was ist denn hier? Keine Ahnung. Können wir das da drauf schmeißen? Jo, es geht. Und jetzt? In der Truhe verschwunden. Genauso stelle ich mir das vor. Also das geht dann auch noch dahin. Dann sammelt sich das hier in der Truhe. Das ist der Plan. Okay, das kann funktionieren. Jetzt brauchen wir da noch eine automatische Bestückung. Das heißt, da oben müssen Conveyor Belts hin. Das heißt, wir müssen ein Förderband bauen, was da so hoch geht. Ne? Am besten von hier aus oder so. Ne? So, tut, tut, tut. Aber ich habe ja im Moment eh keine. Von daher kann ich das nicht testen. Aber ich kann mir gerade mal ein Stück Eisen holen. Und mal da rein tun. Und mal testen. Geht das da rein, wenn ich es einfach da rein schmeiße? Also wenn ich wirklich jetzt da so stehe und drücke Q. Okay, das interessiert keinen. Okay, wir müssen uns ja irgendwie schlau machen. Wenn ich jetzt da eine Truhe... Interessiert auch keinen. Okay, wie funktioniert das Ding dann? Was gibt's denn noch? Vielleicht können wir da einen Hopper drauf klatschen. Dazu müssten wir aber noch einen machen, ne? Oder haben wir noch einen? Ne, wir haben keinen mehr. Gut, dann gönnen wir uns noch einen Hopper. So. Okay, so, jetzt gucken wir mal. Wo ist er denn? Mein Inventar ist voll, ne? Ja. Weil ich schon wieder da Leute gekillt habe. So. So, und wenn ich da jetzt was reintue. Okay, das flutscht durch. Es brennt auch schon. Und wie man sehen kann, die Dinger fangen an zu rotieren. Und... Hier der Prozess, ne? Wir haben gleich schon Stahl fertig. Und so schnell funktioniert weder der Blast Furnace noch der da hinten. Zack, fertig, ab in eine Truhe. Das heißt, wenn ich jetzt hier drei Stücke reinschmeiße, dauert das nicht lange und wir sind durch. Und da hinten, ja, hier ist jetzt der Slack angekommen. Der soll dann ja auch hier landen. Da kommen wir halt nur jetzt im Moment nicht bei, nicht? So, schon die Hälfte fertig vom nächsten Ingot. Und hier können wir richtig schnell Stahl produzieren. Das ist eine schöne Angelegenheit, finde ich. Hätten wir das gleich gewusst, hätten wir das Ding eher gebaut, ne? Aber wir können halt nur eins nach dem anderen machen. Das ist halt so. Reicht jetzt, wir haben genug Stahl. Nehmen wir auch gleich mit. Das sieht nämlich hier so schön schwarz aus. So. Die Dinger sind immer noch voll. Okay. So weit, so gut, Freunde. Jetzt gucken wir mal, was wir noch für die Turbinen tun können. Die Turbinen. Und wir schlecken erstmal alles hier weg, ne? So. Ein Schwert kommt da nicht rein. Ach, jetzt habe ich die Carpenter. Ja, machen wir später. Die wollte ich doch da hinten noch verbauen. Egal. So, das muss runter, das muss runter, das muss da rein. Was muss denn noch da rein? Das nicht. Die Truhe kann da rein, Kobbel kann da rein. Das kann auch da rein.
Jeta Wrench, die kommt jetzt mal wieder zurück in den Rucksack. Chisel auch. So, ich muss mal ein bisschen Ordnung halten hier. Hier ist alles voll Klumpatsch. So. Oh, jetzt habe ich zwei Stahlschwerter. Die kann ich mal gerade zu einem machen. Und, aua. Und verschmelzen. Ich beam mich einfach mal in eine Wand. Voll mit dem Kopf an der Wand gebeamt. Einfach nur, weil ich es kann. So, zack. Okay. Kann er wohl nicht. Kann er nicht, dann kann er nicht. So. So. So, den Slack auch noch da rein. Den will ich nicht haben. So, okay. Die Kabel auch. Ja, Stahl. Also, wir müssen einmal unten gucken, weil ich gar nicht mehr weiß, wie weit wir waren mit diesem Zeug hier. Okay, wir haben Turbinenrotoren gebaut. Zwei Stück, ne? Diese, genau. Nee, schon vier Stück. Nur die Blades haben wir nicht. Okay, also brauchen wir jetzt, was brauchen wir jetzt? Wir brauchen, so, ich muss mal gerade um meinen Titel gucken, ne? Ja, ihr wisst ja Bescheid. So. Wir brauchen die Blades, wir brauchen nochmal die Blades. Ich glaube noch vier Stück sogar, ne? Oder? Ich baue mal noch zwei und gucke dann erst. So. Schauen wir mal, ob wir das auf die Schnelle finden. Turbine. Sind die das denn? Nee. Oder waren die das? Doch, klar waren die das, ne? Eins. Ach so. Gerade überlegt, was da in der Mitte war. Aber ich glaube, ich weiß es. Ich guck zwar lieber nochmal. Genau, Enriched Alloy. Ein Enriched Alloy. Die können wir gerade mal machen. Fünf Redstone ist da drin. Da haben wir ja genau passig abgeholt. So, ich wollte eigentlich nur zwei machen erstmal und dann mal gucken. So. Die beiden baue ich da dran und dann werde ich mal feststellen, hoffentlich, ob ich noch mehr davon brauche. Wahrscheinlich schon. Ich meine, ich brauche insgesamt 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aber dann fehlt mir auch noch so eine Welle, ne? Wo das Ding drauf hängt. Ich darf natürlich nicht zu viel bauen, sonst kann sich das Ding ja nicht mehr drehen. Logischerweise. Also noch zwei. So, gucken wir mal. Wenn ich jetzt hier mal langpeile. Müssen da echt noch mehr dran? Ich habe jetzt drei von diesen Schäften da reingebaut, ne? Turbine Rotor heißt das Ding. Ich kann, glaube ich, vier reinbauen, wenn ich diese Struktur habe mit 3x3. Und dann brauche ich noch einen Rotor und nochmal zwei Blades, ne? Und dann hätte ich die Turbine in der Mitte. Dieses Schaufelrad-Gedönse hätte ich dann durch. So, einen davon noch. Ui, da brauchen wir drei von. Okay. Dann brauchen wir nochmal drei Enriched Alloys. Die machen wir mal passend und ein Redstone. So, Redstone da rein. Kurz mal anreichern, ne? So, dann hier rein. Zack, und dann da rein. Dann haben wir das auch fertig. Dann brauchen wir natürlich noch eine Menge Glas und irgendwelche Ventile noch.
um da Wasser und Gas und was weiß ich was kreuz und quer hin und her zu leiten, ne? Das wird natürlich nicht ausbleiben. So, jetzt haben wir nochmal so ein Ding. Das nehmen wir auch nochmal mit, so. Baum, was das mal dran war. Huch, stehe mitten drin. So. So, ich hoffe, das funktioniert alles. Ja, der passt da aber rein, ne? Der kann drehen. Dann ist das ja das Gehäuse ja im Grunde zu groß, ne? Könnte ja eine Etage tiefer sein oder ein Block. Oder passt da noch einer rein? Ich glaube nicht. Ich glaube, noch einer wäre zu groß. Ja, aber so ist das schon mal, oder? Ist doch schon mal gut, finde ich. Haben wir doch schon mal einen kleinen Erfolg. So, dass wir das Ding auch mal ans Drehen kriegen, ne? Weil ich möchte das Ding mal drehen haben. So, was können wir denn jetzt da noch machen? Turbine Casing haben wir schon. So. Jetzt brauchen wir oben drauf ein Rotational Complex. Ach, deswegen ist das höher. Das kommt oben drauf. So, jetzt wird es nämlich ein bisschen kompliziert. Weil das ja auch schon ein paar Tage her ist, ne? Seit ich mir das mal angeschaut habe. Das steht halt alles hier nur noch auf meinem Zettel, ne? Rotational. Journal. Ne, habe ich falsch geschrieben, ne? Ich meine DRSS Mechanism Generators, genau. Oh ja. Okay, ich brauche nochmal Advanced Control Circuit. Ich brauche nochmal drei davon. So, die haue ich mir gerade raus. Mein Eisen geht mir alle. Mal wieder. So, wie baue ich die denn am einfachsten? Da gab es, glaube ich... Hallo. Oder brauche ich jeweils nochmal zwei Eisen? Weil es ein Advanced ist, ne? Und wie geht der andere? Zeig mal her, geh mal weg. Ja. Der kostet auch ein Eisen, von daher. Der andere kostet zwei Eisen. Ist fast egal, ne? Also brauchen wir noch vier von diesen Enriched Alloys. Jo, dann hauen wir die auch noch durch. Haben wir hier noch genug Power? Ne, haben wir nicht. Uns mangelt es an Redstone Power. So, rein damit. Können wir schon was bauen? Nein. Fehlt noch was? Außerdem? Nein. Spinthirster, was ist das denn? Galactic Craft. Achso, ja, logisch. Logisch, bitteschön.